Was hat der moderne Mensch mit den Neandertaler gemeinsam? Und warum ist zu wenig Omega-3 so gefährlich? Diese Fragen und mehr beantworte ich dir in den nächsten Minuten. Als Bonustipp verrate ich dir am Ende des Videos, warum zu viel Omega-6 deinen Omega-3-Spiegel negativ beeinflusst. Wir ernähren uns heute mehrheitlich wie der Neandertaler, wir konsumieren große Mengen an pflanzlichen und tierischen Produkten. Im Prinzip essen wir wie Jäger und Sammler, eben nur ohne zu jagen und ohne zu sammeln. Das Gehirn des Neandertalers schrumpfte. Achtung, auch das menschliche Gehirn wird immer kleiner. Seit wir weniger Fische konsumieren und mehr Agrarprodukte verzehren, hat sich unser Gehirn um 11% reduziert. Der Neandertaler ist unter anderem ausgestorben, weil der Fischer und Sammler ihm schlicht und einfach geistig überlegen war. Das Gehirn von Fischern und Sammlern hat sich hingegen weiterentwickelt. Das verdankten sie ihrer Ernährung, viel Fisch und viele Schalentiere, alle reich an Omega-3-Fettsäuren. Laut aktuellen Forschungen geht unser Ursprung genau auf diese Fischer und Sammler aus Afrika zurück. Dort gelang der geistige Durchbruch, der aquatischen Ernährung sei Dank. Das macht auch Sinn, denken ist ohne Omega-3 nicht möglich. Unsere geistige und körperliche Fitness ist wesentlich von den Omega-3-Fettsäuren abhängig. Warum ist ein Omega-3-Mangel so gefährlich? Ganz einfach, desto weniger Omega-3 du konsumierst, desto kleiner ist dein Gehirn. Dieser Hirnrückgang macht leider vor dem Alter nicht Halt, im Gegenteil, fehlt Omega-3, dann reduziert sich das Gehirn im Alter weiter. Wissenschaftler sprechen dabei nicht von einer Abhängigkeit zwischen Omega-3 und Hirnschwund, sondern von einer klaren Ursache. Es ist somit nicht erstaunlich, dass ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren im Blut im direkten Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für Demenz, Depressionen, ADHS, Autismus, chronischen Entzündungen, Thrombosen und plötzlichen Hirnschlägen stehen. Diese Krankheiten nehmen aktuell zu, ein weiterer Beweis dafür, dass unsere Genetik auf Fische, Krebse und Muscheln programmiert ist. Spannend ist auch die Tatsache, dass unser Erbgut zwar vorgibt, wie groß unser Gehirn werden kann. Allerdings bestimmt größtenteils die Ernährung, ob das volle Potenzial ausgeschöpft wird oder nicht. Und wie du jetzt schon weißt, spielt dabei Omega-3 eine Hauptrolle. Omega-3 aktiviert die Bildung von neuen Hirnzellen. Das funktioniert bei Jung und Alt. Kommen wir zum Bonustipp, warum beeinflusst zu viel Omega-6 deinen Omega-3-Spiegel negativ? Weil Omega-6 und Omega-3 im Körper um die Produktion bioaktiver Wirkstoffe konkurrieren. Dabei gewinnt aber Omega-6. Das liegt daran, dass wir uns vor vielen Jahren hauptsächlich von Fischen und Muscheln ernährt haben, und Omega-3 somit in Hülle und Fülle aufgenommen wurde. Der Körper hat somit der Omega-6-Produktion den Vorrang gegeben, da tierische und pflanzliche Lebensmittel eher knapp waren. Der Nachteil: Wir sind noch heute abhängig von einer ausreichenden Omega-3-Zufuhr von außen. Der Körper gibt immer noch der Omega-6-Produktion den Vorrang. Das heißt für dich konkret: Minimiere Omega-6-reichen Nahrungsmittel auf ein Minimum und achte auf eine ausreichende Omega-3-Zufuhr. Meine Empfehlung: Meide Sonnenblumen, Distel, Soja und Maiskeimöl und nutze vermehrt Raps-, Lein- und Walnussöl. Mit diesem Wissen hast du es selbst in der Hand, ob du dich weiterhin von viel Fleisch, mit viel Omega-6 ernähren möchtest, oder ob du in Zukunft mehr auf Omega-3-reiche Lebensmittel setzt. Du willst mehr über das Thema Omega-3 erfahren? Dann lohnt sich ein Blick in mein nächstes Video. Der Link folgt in wenigen Sekunden. Wie stellst du deinen Tagesbedarf von Omega-3 sicher? Sag es mir in den Kommentaren unten. Wenn dir meine Informationen geholfen haben, freue ich mich über ein Like. Gerne kannst du mein Video auch mit deinen Freunden teilen. Bevor es zum nächsten Video geht, hast du die Möglichkeit, den Abonnieren-Knopf zu drücken. So wirst du automatisch informiert, sobald ein neues Vitalschnabel-Video online geht. Viel Gesundheit und bis bald. Deine Caro von Vitalschnabel.